Friedrich Lützmann, geboren am 5. April 1859 in Nienburg, war der Konstrukteur des ersten Patentmotorwagen Pfeil 1. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 25 km pro Stunde bei 3 PS war es der erste Motorwagen, den Lützmann in seiner eigenen Dessauer Motorenwagenfabrik fertigte. Nachfolgend baute er ca. 100 Motorwagen, die zum Teil beträchtliche technische Neuerungen erhielten, wie zum Beispiel die erste Verwendung von Kugellagern und elektrischen Zündungen. Ihm zu Ehren wurde am 17. Mai in seiner Geburtsstadt Nienburg eine Ausstellung in der Salzland-Sparkasse eröffnet. Herr Stefan Papproth hat uns darauf aufmerksam gemacht und gesagt, Mensch, da ist jemand, der in Nienburg geboren wurde, der großen Erfolg gehabt hat in der Konstruktionsbranche. Guckt doch mal. Ja, und dann haben wir vor 5 Jahren mit Herrn Bunge zusammen und einem Verein, der Nienburger Projekte heißt, kann jeder auch auf dem Internet recherchieren, gesagt, okay, das müssen wir uns annehmen. Ja, und dann haben wir gesagt, müssen den Kontakt zu Opel aufbauen, um die Geschichte leben zu lassen. Die Firma Opel, die bis dahin erfolgreich Nähmaschinen und Fahrräder produzierte, fand an seinen Konstruktionen großes Interesse, engagierte ihn und erwarb 1899 seine anhaltische Motorenwagenfabrik samt aller Patente und Konstruktionen. Als Direktor der Opel Fahrzeugwerke begründete Lützmann somit die Automobilindustrie in Rüsselsheim. Markus Bauer, Bürgermeister von Nienburg, und Michael Bunge, der Vorsitzende des Vereins Nienburger Projekte e.V., besuchten im letzten Jahr die ehemalige Wirkungsstätte von Lützmann in Rüsselsheim, um den Konzern auf dessen Geburtsstadt aufmerksam zu machen und somit eine Verbindung zu Nienburg wieder aufleben zu lassen. In dem Zuge kann ich erwähnen, dass Opel direkt von Rüsselsheim gestern die 2 Modelle gebracht hat. Zum einen das Opel Getriebe aus dem Jahr 1899. Das ist das Originalgetriebe, ein bisschen aufgearbeitet. Ja, und zur anderen Seite ist dann der Motor, der ist natürlich so aufgearbeitet, dass man sagt, man sieht, wie groß die Kolben damals waren, wie einfach das strukturiert war. Nicht zu vergleichen, wenn ich heute die Motorhaube aufmache und mir erstmal überlegen muss, wo finde ich was. Der Heimatverein von Nienburg hat bereits vor 2 Jahren eine Ausstellung zu Ehren von Friedrich Lützmann erstellt. Bis dato konnte man zwar noch nicht herausfinden, welches das Geburtshaus von Friedrich Lützmann war, doch Bauer und Bunge versprechen, dass die Ausstellung in der Salzland-Sparkasse erst der Einstieg sein wird. Weitere Nachforschungen werden angestellt. Die Stadt Nienburg feiert in diesem Jahr 1050-jähriges Bestehen, welches ab dem 17. Juni mit einem großen Programm gefeiert wird. Und in diesem Rahmen wird ein großer Umzug stattfinden, wo wir das Glück haben, durch die Opel AG das Original-Lützmann-Fahrzeug hier als Beteiligung am Umzug zu erleben zu dürfen. Ich denke, das ist für uns alle ein Riesenhighlight, weil 111 Jahre ist das Fahrzeug alt. Und dass wir das dann hier nach Nienburg holen dürfen können, haben wir natürlich vielen Partnern zu bedanken. Für alle Interessierten ist die Ausstellung eine Woche bis zum 24. Mai zu den Öffnungszeiten der Salzland-Sparkasse in Nienburg zu besichtigen. Die Ausstellung ist zwar kostenlos, dennoch würden sich die Veranstalter über eine kleine Spende freuen. Eigens dafür wurde ein kleiner Spendenturm im Eingangsbereich der Sparkasse aufgestellt.